Ich kann euch wirklich nur den Workflow zeigen, wie ich da hingekommen bin. Mein erstes Buch, was ich mir gekauft habe, war von Alexander Schmidt, Templates mit Joomla 1.6. Ja, da habe ich mit gearbeitet, aber ich erzähle euch auch gleich, wo es immer wieder gehakt hat. Jetzt ist mein eigenes Template fertig und wie gesagt, das ist heute so ein bisschen für mich die Erfolgsgeschichte davon zu präsentieren. Wobei ich gleich sagen muss, fertig ist man nie. Also es gibt immer was zu verbessern, es gibt immer was zu verändern und Joomla wächst und ist ja auch so, dass es immer weitergeht und das muss man natürlich da auch berücksichtigen. Okay, was machen wir als erstes? Wie kommt man dazu? Ja, ich habe das mal so ein bisschen aufgelistet, was Joomla macht. Klar, trennt den Inhalt und das Aussehen, das ist ja schon mal ganz praktisch. Wenn ich einen schönen Inhalt habe, aber vielleicht mal meine Webseite verändern möchte, brauche ich nur ein anderes Template installieren und tata, alles sieht ein bisschen anders aus. Das ist eine ganz schicke Geschichte. Es gibt sehr viele Templates auf dem Markt, die ich installieren kann. Alle mit ihren verschiedenen Vor- und Nachteilen. Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe eine sehr große Flexibilität durch Overrides. Das heißt, wenn mir irgendetwas an Joomla nicht passt, dann kann ich es in allen möglichen Varianten verändern, was ich sehr cool finde, was aber auch sehr viel Zeit kostet, sich damit zu beschäftigen und da einzuarbeiten. Ja. Der Support durch die J-Community, das ist auch der Grund, warum ich hier stehe. Ich habe gesagt, okay, ziehe ja sehr viele Informationen von sehr vielen Menschen und so weiter und so fort und deswegen ist es mir wichtig, das auch mal zurückzugeben. Das habe ich damals schon bei, ich weiß nicht, wer es noch weiß, Joomla Downloads, das ist eine Seite, die jetzt schon seit vielen Jahren vom Netz ist, mit dem Jan Kieselberg. Da bin ich da so reingerutscht, habe da sehr, sehr, sehr viel Support geleistet, mache das jetzt auch noch ein bisschen, soweit ich das kann, aber für mich war es halt mal wichtig, das auch mal auf andere Art und Weise zurückzugeben. Und es lässt sich alles anpassen. So, was ist das Problem bei den Templates? Also, ich arbeite oder ich habe sehr viel mit Templates, pro Templates gearbeitet, die installiert, bisschen angepasst, fertig. Ist eine super Sache, bringt Spaß, geht schnell. Aber dann, wenn die Seiten erstmal 1, 2, 3 Jahre laufen, ja, dann wird man sehr schnell feststellen, dass gerade bei den Pro-Templates das Problem auftreten kann, wenn die ihr... Ja, das war vor ein paar Jahren nicht so, aber jetzt haben sie meistens alle ein Framework dabei. Es kommen Updates, es kommen Veränderungen. Und wenn ich das dann installiert habe, war es häufig so, dass meine Seite danach nicht mehr funktionierte. Das war für mich ein großer Nachteil. Was habe ich gemacht? Ich habe die Updates von den Frameworks oder den Templates einfach nicht installiert. Dann verliert man aber irgendwann den Anschluss. Und zwar, was mir passiert ist, die haben dann so ein Framework. Ich sag mal, in dem Beispiel war es Joomla Shine. Das ist eine Pro-Template-Schmiede aus Vietnam. So, die haben ein Framework gebastelt, das war auch total super, ich habe das übersprungen, dann kam das nächste Framework, ich habe das auch übersprungen und irgendwann ist man an dem Punkt, dass man das Template nicht mehr nutzen kann, weil es nicht mehr supported wird, aber es macht unheimlich viel Arbeit, auf den aktuellen Stand zu kommen. Ja, das war ein bisschen ein Problem für mich. Also, Templates können Update-Hinderungsgrund sein, genauso kann es natürlich sein, wenn mein Template nicht mehr funktioniert, mache ich kein Update mehr beim Joomla, das ist natürlich Worst Case. Ja, das sollte auf keinen Fall passieren. Ja, das habe ich schon gerade gesagt, die Updates zerschießen meine Webseite und Pro-Templates sind halt nicht kostenfrei, häufig. Ja, wenn man verschiedene Funktionalitäten haben möchte, kostet es meist Geld. So, ich habe jetzt mal so 2, 3, was macht der geneigte Joomla-Anwender, der das erste Mal so ein Joomla installiert, der sieht natürlich dieses Template bei Joomla 3.9. Auf Bootstrap 2 aufbauend, damit habe ich natürlich auch mal angefangen, habe mir das mal alles angeguckt, wie funktioniert das, ne? Wie kann ich da eigene Änderungen, wie kann ich die Farbe verändern und so weiter und so fort. Das ist meistens der Einstieg. Zum Vergleich, ich habe jetzt mal das von vielleicht, das wird es ja so kommen, das Frontend-Template von Joomla 4 mal hier als Beispiel mal rangemacht. Das wird wahrscheinlich ja dann das Prototype irgendwann ablösen und man wird damit seine Erfahrungen machen. Wenn ihr Fragen habt, immer gleich raus. Ja, dass wir das gleich direkt machen. So, was kommt dann als nächstes? Man beschäftigt sich also mit den Core-Templates. Dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, ich möchte mehr. Soll toll aussehen, soll schick sein, soll verschiedene Funktionalitäten haben. Also fängt man an, sich bei den Pro-Templates umzugucken. Es gibt jede Menge Pro-Templates. Und die unterscheiden sich in ihrer Qualität natürlich erheblich. Vor allen Dingen, was ich festgestellt habe, wenn man sie installiert, sie sind durchaus unterschiedlich umfangreich. Das heißt, man installiert fast ein eigenes
CMS in sein Joomla. So groß können die teilweise sein, was natürlich auf die Performance drückt. Das sind jetzt nur mal Beispiele. Hier habe ich noch mal ein paar Beispiele genommen von, ich glaube, das ist von Utheme, genau. Die haben tolle Templates und die sind auch wirklich super für die Seite. Man ist relativ schnell auf der Erfolgsspur, aber man ist dann auch da gefangen. Das muss man immer dazu sagen. Ne? Also schnell mal, es kann durchaus sein, wenn man nicht so ein visierter Anwender ist, dass die eine oder andere Änderung sehr umfangreich sein kann. Ich habe mal hier im Forum Joomla.de, da gibt es so eine Joomla Liste, da ist so eine lose Sammlung von Template-Anbietern. Ja? Wenn man mal ein Template sucht und man braucht mal einen neuen Impuls und sagt sich, okay, ich möchte mal was anderes ausprobieren, das ist vielleicht mal ein ganz interessanter Anlaufpunkt. Ja? Was kommt dann? Dann hat man die Pro-Templates durch, also mir ging es so, ich hatte die Pro-Templates durch. Natürlich muss man auch immer dazu sagen, es generiert ja auch Kosten. Und wenn man das so wie ich im Nebengewerbe betreibt, das Ganze, dann muss man auch natürlich immer auf die Kostenoptimierung achten. Also ich kann nicht zu jeder Pro-Template-Schmiede hingehen, mir immer die Top-Templates runterladen, dann bin ich im tiefroten Bereich mit meinen paar Kunden, die ich habe. Also habe ich mir Template-Frameworks angeguckt. Hier mal T3 als Beispiel. Die sind natürlich, es gab ja gestern auch einen Vortrag über dieses Gantry-Framework. Es ist natürlich so, dass da unwahrscheinlich viele Sachen mitzumachen sind. Also man ist flexibel, man kann viel damit bauen, man kann viele Sachen verändern. Finde ich super, aber kostet auch wieder viel Zeit. Viel Einarbeitung, ja, wenn man an dem Schritt ist, man hat wieder folgendes Problem, die Updates. Also wenn die ein Update machen, dann ist man natürlich da wieder gefangen. Ja. So, also, da habe ich gerade eben ja schon angesprochen mit Elisa. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir dieses Buch zu kaufen. Und da gibt es ein unheimlich interessantes Kapitel da drin, das beschäftigt sich rein mit Template-Erstellung. Ja, das war jetzt so das, was ich, letztes Jahr muss ich dazu sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich so weit war, wo ich jetzt bin. Aber dieses Buch hat mir unheimlich weitergeholfen. Ist übrigens im Moment noch mal auf meinem Schreibtisch, liegt es immer daneben und da gucke ich immer schnell mal Dinge nach. Auch wenn es hier 3.7 ist noch völlig aktuell. Also da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen könnte, okay, da muss ich jetzt das ganze Kapitel auslassen oder sowas. Ja, von David und Elisa. Gut, dann kommt man irgendwann an diesen Punkt. Ja, das hat man dann auf seiner Festplatte. Und das ist jetzt schon ein bisschen mehr. Eigentlich, wie in dem Kapitel beschrieben, braucht man nur zwei Dateien. Wenn man das denn macht, dann ist man erstmal voller Euphorie. Man legt diese Dateien an, startet das Ganze, guckt sich das auf seinem Server an und sieht erstmal nicht besonders viel, weil da muss ja noch ein bisschen was rein. Also passiert Folgendes, man fängt an, ein bisschen was aufzubauen, man nimmt ein bisschen CSS dazu, man nimmt ein paar Bilder dazu. Man kümmert sich natürlich um diese Datei, dass man ein bisschen aussehen und so weiter und so fort. Also man fängt an, damit zu arbeiten. Habe ich auch gemacht, war auch von den Ergebnissen her gar nicht schlecht, hat mir gefallen. Vor allen Dingen, ich hatte immer im Hinterkopf, jetzt hast du dein eigenes Template und jetzt kommt keiner mehr und zerschießt dir durch irgendwelche Updates irgendwas. Aber jetzt passiert Folgendes, das. Diese ganzen Dinge, die muss man beherzigen. Und um das zu können, braucht man diese Programmiersprachen, man sollte sie relativ gut können. Ja, es geht bei CSS los, man möchte natürlich eine Seite haben, die auf allen Ausgabegeräten gleich aussieht, soll auf dem Handy genauso schön aussehen wie auf dem 60 Zoll Plasma. Also muss ich mich damit irgendwann beschäftigen. Und ganz ehrlich, meine CSS-Skills, die waren nicht so top, dass ich das hätte alles aus dem FF programmieren können. Ja, das habe ich dann irgendwann eingesehen, war natürlich durch viel Zeit. Ich mache immer Learning by Doing, das heißt, ich gebe mir eine Aufgabe und dann fange ich an. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich irgendwann an den Punkt komme und sage, so, weg, Kiste aus, komm nicht weiter. Ja, das ist meistens schon beim Grid-System, ja, dann sieht es auf dem Bildschirm total super aus. Ich mache es mit dem Handy auf und sage, was ist denn das? Ne? Also war für mich der logische Schritt, ich muss mich weiter umgucken, ich muss mir noch mehr Informationen holen, wie kann ich noch mehr in die ganze Geschichte einsteigen. Und da hat mir das Blank Template von Alexander Schmidt unwahrscheinlich geholfen. Er hat also sein Grundgerüst an einem Template und dieses Blank Template hat viele, viele, viele verschiedene Techniken der Webseitenerstellung bzw. der Frontend-Erstellung schon integriert. Und das Gute für mich war, ich konnte abgucken, wie er es gemacht hat und konnte das für mich selber nehmen.
Ja? Plus die Dinge, die ich in dem Buch gelernt hatte, habe ich das Ganze gemixt und bin so immer Stück für Stück weitergekommen. Ja? Wenn ich mir das Blank-Template angucke, habe ich das mal nur so ganz offen. Also das ist keine abschließende Liste. Und für den einen oder anderen trifft es auch vielleicht gar nicht drauf zu. Aber was es kann und was es nicht kann. Ja? Es ist auf jeden Fall ein professionelles Grundgerüst, was alles schon mit dabei hat. Im ersten Moment war es für mich auch überfordernd mit den ganzen Techniken. Kommen wir gleich zu, was für Techniken dahinter stecken, weil ich mich damit vorher nie beschäftigt habe. Ja? Ich war froh, CSS, HTML, ein bisschen PHP, ja, dann war ich schon glücklich, aber da geht es ja noch viel weiter oder tiefer weiter. Ja, hat eine super Dokumentation, man ist relativ schnell bei den Tools, dann haben wir hier tolle Frameworks mit dabei, beziehungsweise viele, viele, viele Techniken. Und wenn man auf Git ist oder GitHub ist, dann kann man ihn direkt anschreiben, sagen, ich habe jetzt folgendes Problem, und er hilft einem auch sehr schnell. Ja? Was es nicht kann, es hat keine deutschsprachige Dokumentation, also man sollte schon ganz gut Englisch sprechen können, wenn man sich mit diesem Template beschäftigt, beziehungsweise lesen können. Englisch sprechen vielleicht nicht unbedingt, aber lesen können. Wenn man es installiert und das erste Mal auf Start drückt, sieht man nichts. Es ist leer. Ja? Also es ist wirklich nur ein Container. Und damit fangen wir dann an, die praktisch zu arbeiten. Ja, und am Anfang ist es tatsächlich keine Zeitersparnis. Also wenn ich mich damit beschäftige, dann habe ich keine schnellen Ergebnisse. Das dauert alles ein bisschen. Okay, ja, das ist eigentlich das, wo ich dann hin wollte. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass ich irgendwo ein Framework brauche, wo viele Design-Elemente schon vorgegeben sind. Das komme ich gleich nochmal bei, ich war zu schnell. Da komme ich gleich nochmal drauf, wenn wir das Thema Bootstrap haben. Aber diese ganzen Anforderungen, die haben mich persönlich zu Anfang schon ziemlich gefordert. Ja, wenn ich mir das angucke, gut, so ein Server mit XAMPP, den kriege ich noch relativ schnell aufgesetzt. Joomla konnte ich auch was mit anfangen, aber dann ging es los. Node.js hat mir in dem Moment erstmal gar nichts gesagt, beziehungsweise Gulp hat mir auch nichts gesagt. Ja, ich kannte mich damit gar nicht aus. Und wenn man mit einer Windows-Maschine arbeitet, ist es auch nicht ganz trivial, was damit gemeint ist, was eine Kommandozeile ist und so weiter und so fort. Also man muss sich damit beschäftigen. Bootstrap habe ich schon mal was von gehört, das war also nicht so das Problem. Ja, also bin ich da tiefer eingestiegen in die ganze Geschichte. Ja, und habe probiert. Ich habe immer wieder probiert, ich habe Dinge ausprobiert, ich habe Dinge gemacht und so weiter und so fort. Und habe festgestellt, ich habe mal an meinem Desktop-Rechner gearbeitet, ich habe an meinem Laptop gearbeitet, ich war unterwegs, ich habe mal wieder was gemacht. Und ich habe immer ausprobiert, festgestellt, ich würde eigentlich immer gerne auf die aktuellen Daten zugreifen und ich würde auch gerne sehen, was ich vor 3 Wochen gerade mal gemacht habe. Also brauchte ich eine Versionierung. Also beziehungsweise ich brauchte etwas, eine Cloud oder irgendetwas, wo meine Daten abgelegt sind, dass ich da jederzeit drauf zugreifen kann und vor allen Dingen nachgucken kann, was habe ich gerade gemacht. Und das habe ich auch dann gefunden, und zwar ist es GitHub. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass ich die falsche Folie habe, aber das macht nichts. Jetzt ziehen wir es durch. Ja, ich brauche meine aktuellen Dateien überall. Wie funktioniert das? Klar, ich habe verschiedene Orte, von denen ich auf mein Template zugreifen möchte und möchte auch gucken, was habe ich verändert, wann habe ich was verändert, und was für mich wichtig war, ich möchte vielleicht mal auf den Zustand davor wieder zurückspringen. Das kann ich alles mit Git machen, beziehungsweise mit GitHub als Hintergrund. Wie funktioniert das? Man installiert Git. Und als Windows-Anwender erwartet man immer, dass irgendwelche Fenster aufgehen, ich im Startmenü irgendwas anklicke und dann geht's ab die Post. Ist da nicht so. Man installiert das und dann ist es weg. Man sieht nichts mehr. Für mich war das erstmal spannend, ne, weil ich nicht genau wusste, was da jetzt eigentlich passiert. Von Git sieht man im Prinzip nichts. Es ist da und es kümmert sich später irgendwann um die Dateien, um die Versionskontrolle, dass ich also genau weiß, welche Dateien wann, wie, wo sich verändert haben. Um tiefer in Git einzusteigen, wie gesagt, ich kann euch nur sagen, was ich gebraucht habe an Tools, da fehlt uns einfach die Zeit. Dann habe ich noch gesagt, okay, ich möchte natürlich von überall auf meine Dateien zugreifen, also habe ich ein Repo aufgemacht im Prinzip über mein Template, so wie viele, viele, viele andere das auch machen, und von dort greife ich jetzt immer auf mein Template zu. Ja, das war der Schritt 1, den ich gemacht habe. Der war für mich relativ gut und das nutze ich auch immer noch. Jetzt gibt es ja natürlich da die eine oder andere Sache, die man darüber diskutieren könnte, über GitHub.
Klar, ist von Microsoft übernommen worden und so weiter und so fort. Da gibt es also viele kontroverse Diskussionen drüber. Ich nutze das jetzt im Moment für meine Templates und bin da ganz glücklich mit. Ja, GitHub hat aber folgendes Problem: Man muss sich damit auch beschäftigen. Also ganz so einfach, wie ich jetzt hier vielleicht sage, ist es nicht, sondern diese ganzen Dinge, die muss man schon sich damit irgendwo beschäftigt haben. Wie mache ich einen Pull? Wie mache ich einen Request? Was ist ein Fork? Was ist ein Master? Und so weiter und so fort. Die Entwickler sagen ja klar, kenne ich, ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn man als Anwender dabei geht, ist schon nicht ganz einfach. Okay. Was nutze ich für einen Editor? Ich habe den Visual Basic Code Editor und der hat eine ganz coole GitHub-Integration. Das heißt, wenn ich arbeite und ich verändere irgendwann auf meine Dateien und sage, okay, ich mache jetzt mal was Neues. So wie hier, ich arbeite im Moment gerade, steht das da noch, habe ich gearbeitet, Com Contact, ich würde da gerne Bootstrap 4 nutzen, also habe ich da rumprobiert, gemacht, getan, Schuss, das ist also relativ einfach, lade das Ganze hoch und habe von überall Zugriff auf meine Dateien. Ja. Finde ich persönlich ganz gut, nutze ich auch relativ viel. So, dann das nächste, was ich unbedingt brauchte, war Bootstrap. Beziehungsweise ein Framework, nicht. Ich habe mich jetzt auf Bootstrap festgelegt, klar, aber ich brauchte ein Framework, was mir hilft, Designelemente zur Verfügung zu stellen oder zu nutzen. Da habe ich halt mich umgeguckt. Es gibt ja verschiedene. Wir hatten ja, glaube ich, auch gestern oder heute gab es einen Vortrag mit verschiedenen Frameworks, die man da nutzen kann. Ich habe gesagt, okay, ich probiere mal Bootstrap aus. Das ist auch relativ schnell gemacht. Wenn ich mich mal auf Bootstrap einlasse, dann habe ich da die Möglichkeit, ein paar Dateien runterzuladen, binde dir mein Template ein und schon habe ich Bootstrap. Ja, dann kann ich zum Beispiel beigehen und mir so eine Beispieldateien runterladen oder Beispiel-Templates runterladen und dann habe ich automatisch ohne viel Aufwand schon verschiedene Designelemente, also meine Buttons, mein Grid-System und Schriften, Dropdown-Menüs und. Also unheimlich viele Funktionalitäten, die mir relativ einfach zur Verfügung gestellt werden. Ja. Aber, wie ich hier geschrieben habe, es ist denn doch im Nachhinein, wenn man sich damit beschäftigt, doch nicht alles so ganz einfach. Ja, weil man möchte natürlich Veränderungen an seinen Bootstrap bzw. an den Designelementen machen. Vielleicht brauche ich auch nicht alle Elemente, die Bootstrap mit dabei hat von Haus aus. Also möchte ich anfangen, das zu verändern. So, und dann kommt man ganz automatisch irgendwann an diesem Punkt hier. Das liest man denn? Ich habe eine Bootstrap-Version XYZ, ist völlig egal. Dann habe ich hier diese SCSS-Files, soll es eigentlich heißen. Das waren meine anderen. Warte mal, vielleicht kann ich die auch noch schnell laden. Das ist ja nämlich blöd. Da habe ich nämlich viele. Moment. Eigentlich ist das doof. Da ist es nämlich. Ich habe nämlich die falsche Dokumentation, die falsche Präsentation. So. Weil da habe ich nämlich ziemlich viele Fehler gemacht. Zack. So, kann ich da auch hinspringen irgendwo? Da unten, ne? Ja. Da war nämlich genau so. Hier sind wir. Startet ihr die jetzt auch von da? Ah, wunderbar. So, nee, aber auch nicht geändert. Schade. Also ich habe eine. Das ist ja komisch. Ich habe also eine Bootstrap-Version und habe die SCSS-Files hier. Dann brauche ich hier diese Dinge hier, dann passiert irgendetwas und dann kommt irgendwann CSS-Files raus. Ja? Das ist natürlich ein Problem, das ärgert mich jetzt, dass ich die falsche Präsentation habe, aber das ist natürlich ein Problem, wie kriege ich jetzt aus den SCSS-Files CSS-Files? Irgendwie muss das ja funktionieren, das hat mich auch ein bisschen Nerven gekostet, das Ganze. Also, aus vielen Dateien machen wir eine SCSS-Datei. So, und dafür brauche ich SAS. SAS ist eine tolle Geschichte. Ich kann mit SAS
kann ich zum Beispiel Variablen einbauen in meinen Code. Ich kann verschiedenste Dinge im Prinzip in meinen Dateien schon vorgeben. Es wird dann kompiliert und nachher kriege ich ein schönes Ergebnis raus. Das heißt, ich brauche nicht irgendwo in meinen CSS-File reingehen und muss dann von Hand meinetwegen irgendwo Farbcodes ändern, sondern ich kann das zentral an einer Stelle tun, Schuss, und dann kommt es nachher hinten raus. Wie funktioniert das? Wenn ich bei Bootstrap bin, dann kann ich natürlich die Dateien schon nicht fertig, also kompiliert runterladen oder nicht fertig kompiliert runterladen. Wenn ich das dann gemacht habe, dann sieht das so bei mir auf der Festplatte aus. Das heißt, ich habe relativ viele Dateien, einzelne kleine Dateien, und da wird nachher eine große Datei draus gemacht. Ach so, da ist jetzt richtig. Hier habe ich mal ein Beispiel. Das ist die Datei Buttons. Ja, das heißt, ich habe eine Datei, Buttons, die kümmert sich nur um das Aussehen der Buttons. Und nachher habe ich, wie gesagt, eine einzige Datei. Und da kommen dann nach, wenn jetzt zum Beispiel Bootstrap sich verändert, es kommt eine neue Version raus oder irgendetwas wird anders gemacht, dann muss ich nur nochmal das neu kompilieren, habe wieder eine CSS-Datei und alles ist schick. Ja, zeige ich euch aber auch. Ich kann Variablen einbauen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich möchte hier verschiedene Farbcodes hinterlegen, möchte die verändern. Das heißt, hier, ich habe hier oben meine Variables CSS, da ziehe ich meine Variablen rein. Dann, wenn ich das gemacht habe, ich kann zum Beispiel Custom Code einbauen. Wenn ich hier bestimmte Veränderungen haben will, kann ich die auch entsprechend in einer Datei einfügen. Und dann wird mir das irgendwann alles im Prinzip aus vielen Dateien wird mir eine einzige Datei zusammengebaut. Wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, würde den Rahmen hier sprengen. Ihr seht schon, hier zum Beispiel wird jetzt die Variables wird jetzt hier importiert. Ne? Genauso hier irgendwo ist der Buttons, genau. Das heißt, diese SCSS-Datei wird mir hier importiert und die wird nachher dann eben entsprechend verarbeitet. So, das habe ich relativ schnell alles verstanden und ich habe das dann tatsächlich hingekriegt, irgendwann eine Datei zu bauen, die Bootstrap CSS hieß, ja, und die habe ich in Joomla gleich an eine ganz bestimmte Stelle gepackt, dann wird nämlich die Core Bootstrap Datei überschrieben und ich konnte meine eigene Bootstrap Datei nehmen, ja, relativ cool. Wie funktioniert das Ganze, beziehungsweise... genau, hier habe ich mal einen Screenshot gemacht von meiner Webseite. Das heißt, hier seht ihr schon, ich habe dann irgendwann diese Bootstrap-Datei, wenn die an diesem Ort hier liegt, dann ist das ganz cool, weil dann nimmt er die Datei und überschreibt im Prinzip die Core-Datei. Ja, geht alles. jQuery, das brauchen wir auch, damit Bootstrap funktioniert. Das heißt, es baut natürlich alles aufeinander auf. Also ich kam irgendwann mal an den Punkt, ich wollte Bootstrap haben, dann muss ich das können, dann brauche ich auch jQuery. Das ist im Core mit dabei. Eine etwas ältere Version. Ich hatte halt immer den Anspruch, ich wollte die aktuelle jQuery-Version haben. Also macht man das auch. Man geht auf die Seite, holt sich die aktuelle jQuery, bindet die entweder als Datei direkt ins Template ein oder man baut sie gleich an die richtige Stelle hin und schon lädt Joomla sie entsprechend statt der eigenen Datei. Ganz cool gemacht. Dann liegt sie hier bei mir in meinem Template, hier in diesem Pfad und Joomla guckt nach, oh ja, hier, da liegt sie, dann nehme ich die. Ja? Hört sich jetzt relativ einfach an, ist aber ein relativ langer Weg gewesen, bis ich das hatte, dass ich wusste, okay, ich muss sie da reinlegen, dann passiert das auch, was ich will. Ja, dann kommen wir zu diesem Gerüst hier. Damit habe ich mich zu Anfang ein bisschen schwer getan. Um das alles machen zu können, braucht ihr das. Node.js. Was ist das? Ja, habe ich aus Wikipedia rauskopiert. Das ist eine Software, die installiere ich auf meiner Windows-Maschine und dann ist sie da und ich sehe erstmal wieder gar nichts. Ja, das ist natürlich, wenn ihr das hier euch durchlest, das ist eine serverseitige Plattform zur Softwareentwicklung. Das heißt, das ist ein Helfer. Das ist ein Programm, was auf meinem Rechner liegt, was mich unterstützen soll, was verschiedenste Dinge tut. Kann man sich hier runterladen, gibt es verschiedene Versionen von, was auch manchmal ein bisschen ein Problem ist, wenn ich nämlich ein Update mache, dann kann das durchaus mal sein, dass es da ein Problem gibt.
passiert auch erstmal nicht viel. Ich bekomme hier, wenn da alles gut gelaufen ist, ja, dann habe ich hier so Node-Modules und da finde ich zum Beispiel jetzt einen Ordner Bootstrap. Ganz cool. Ja, das heißt, wenn ich Node habe, dann habe ich auch automatisch irgendwo auf meiner Festplatte schon mal eine Bootstrap-Version oder beziehungsweise ein Bootstrap liegen mit den aktuellen Dateien. Ja, dass ich das natürlich immer wieder aktualisieren muss, muss ich nachgucken, gibt es Updates und so weiter und so fort, komme ich gleich zu, wie das funktioniert. Aber ich habe dann festgestellt, cool, wenn ich die Software erstmal zu laufen habe, dann brauche ich mich um fast schon nichts mehr kümmern. Das heißt, dieses händische hier auf eine Webseite gehen, jQuery runterladen, Bootstrap runterladen, alles wieder entpacken, alles an die richtige Stelle kopieren, das nimmt mir Node alles ab, ja, wenn es gut funktioniert. Ja, das ist denn so, wenn ich hier reingucke, dann liegt da eben entsprechend die Dateien, wo ich dann auch zum Beispiel das wiederfinde, meine SCSS-Dateien. Ja, und achso, jetzt war ich einen Tick zu schnell. Und ich zeige euch gleich, wie das Ganze in meinem Template nachher aussieht. Wenn die hier drinnen liegen, dann zieht sich mein Template im Prinzip diese Dateien und ich habe immer die aktuellsten Bootstrap-Dateien. Okay, damit das funktioniert, brauche ich NPM. Wie viel Zeit habe ich noch? Damit das funktioniert, brauche ich das. Konnte ich auch nichts mit anfangen, zu Anfang. Hat mich ein bisschen vor Probleme gestellt. Okay, was ist das jetzt wieder? Ich brauche einen Packet Manager. Das ist also eine Software, die automatisch mit Node dabei geliefert oder dazugegeben wird oder dabei ist. Mit der hole ich mir im Prinzip diese ganzen Pakete. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, aber auch wieder Bootstrap. Das heißt, wenn ich ihn habe, den Packet Manager, wenn ich den auch bedienen kann, dann funktioniert das alles, dass ich mir auch die aktuellsten Softwarepakete runterladen kann. Ja, da, ne, in dem Packet Manager ist wieder Bootstrap. So, man muss sich das jetzt so vorstellen. Ich habe mein Template auf der Festplatte liegen, alles ist schön, jetzt gibt es eine neue Bootstrap-Version. Ja, dann wäre ich ja normalerweise beigegangen, wäre auf die Seite von Bootstrap gegangen, hätte mir die Source-Files gezogen, hätte die irgendwo entpackt, hätte das Ganze eingebunden und gemacht und getan. Ja, mache ich jetzt auch noch, aber das machen die für mich. Also ich habe Node und NPM, das heißt, ich führe das einmal aus. Er holt sich die aktuellsten Bootstrap-Dateien, ja, packt die in den entsprechenden Ordner rein. Und wenn ich das Ganze neu kompiliere, dann nimmt er die aktuellen Dateien und fügt meine Variables, meine Custom Code, alles was ich habe, einfach dazu. Das heißt, ich kann jederzeit Bootstrap updaten und das ist das Schöne dabei. Oder auch alle anderen Softwareprojekte oder Komponenten, die ich da benutze, die kann ich updaten. Ja, und dann werden sie in mein Template wieder reinkompilieren. So, wie sieht das Ganze aus? Genau. Achso, diese Datei, die habe ich halt relativ häufig, wenn ich mich damit beschäftigt habe, habe ich immer diese Package-JSON-Datei gesehen, habe immer gefragt, was ist das eigentlich, was macht die, ne? Was kann die, was passiert damit und so weiter und so fort. Bis ich dann den Zusammenhang dann irgendwann mal verstanden habe, okay, diese Datei, ja, kümmert sich um diese ganzen Pakete. Das ist jetzt aus meinem aktuellen Template. Ja, das hole ich mir also alles. Ich hole hier so einen Auto-Prefixer, Bootstrap hole ich mir, Browser-Sync. Das ist zum Beispiel eine Datei, beziehungsweise ein kleines Programm. Wenn ich jetzt im Programmcode irgendwas ändere, dann aktualisiert er mir sofort den Browser. Ja, das sind so alles kleine Helfer. Ja, in dem Blank-Template von Alexander Schmidt, da ist es auch so, dass er halt diese Sachen nutzt und diese Funktionalitäten von diesem Programm nutzt. Und ich habe das dann teilweise übernommen oder ein bisschen verändert oder ein bisschen umgebaut, wie auch immer. Ja. So, wie sieht das jetzt aus? Ich bin immer im Template-Zugang, hier, muss auf die Kommandozeile. Wie gesagt, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, als Windows-Mensch ist man das nicht unbedingt gewohnt, in den Kommandozeilen rumzuarbeiten, aber ich habe es dann irgendwann hingekriegt. Ich bin hier also mal im Template-Zugang, führe diesen Befehl aus. Dann dauert das einen kleinen Augenblick, braucht natürlich eine Internetverbindung. Und jetzt stellt er fest, von Awesome, da ist zum Beispiel eine Änderung von 582 auf 512. Ja? So, genauso ist es mit den anderen Programmen. Da war irgendwo eine Änderung. Dann führe ich nochmal einen Befehl aus, npm install. Und dann zieht er sich die aktuellen Pakete.
Das heißt, ich habe mein Template auf der einen Seite, Node auf der anderen Seite, er holt sich die, oder den Package Manager, er holt sich die Pakete rein und ich greife dann nur noch auf die aktuellen Pakete zu. Das heißt, wahrscheinlich muss ich das eine oder andere wieder kompilieren und ich muss verändern und ich muss die SCSS-Dateien nochmal neu schreiben, aber die Quelldateien sind schon mal neu da. Ja. Fand ich ganz cool von der Idee her, dafür brauche ich aber ihn. Ohne ihn geht nichts. Gulp ist ein Programm, ein Taskrunner, wie er so schön heißt, der uns halt diese Arbeit abnimmt. Ja? Der hilft uns einfach. Das ist ein Programm, was andere Sachen triggert bzw. für uns abarbeitet. So, wollen wir mal gucken. Das Ganze installiere ich ganz normal in meinem Projekt. Da gibt es auch verschiedene, sage ich euch gleich, wenn man sich damit beschäftigt. Man kann Dinge global installieren, man kann sie lokal installieren. Ich habe das Ganze lokal installiert. So, und dann irgendwann kommen wir an den Punkt und haben so eine Datei hier. Ich habe sie jetzt mal, die ist noch viel länger. Aber was macht diese Datei? Die Datei sagt Gulp einfach, oder beziehungsweise das ist die Arbeitsanweisung, was Gulp für uns alles tun soll. Ich habe jetzt mal ein Beispiel. Hier, so, und jetzt wird es hoffentlich für euch klarer. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht damit. Hier, wenn man sich das jetzt mal anguckt, Bootstrap, ne, kann man natürlich auch nachher irgendwann jedes andere Framework nehmen oder andere Dinge, die man tut. Bootstrap, er soll hier im Prinzip hier hingehen, ja, und dann soll er hier verschiedene Dinge tun. Ich gehe jetzt mal nicht drauf ein, was, aber hier ist so eine Destination Pipe, er soll also verschiedene Sachen abarbeiten. Hier habe ich ein bisschen Schriften drin, da habe ich Cookie Consents. Da sind also verschiedene Sachen, die er abarbeiten soll. Hier sind wieder Variablen. So, und das macht er für uns. Also, wenn wir erstmal an dem Punkt sind, dass wir da verschiedenste Aufgaben für ihn haben, das arbeitet er alles ab. Und das macht er jedes Mal. Immer wenn ich ihm sage, gulp, dann fängt er an zu raddern und macht das immer wieder neu. Finde ich ganz cool. Hier zum Beispiel ist ein bisschen ein einfaches Beispiel. Er soll unsere SCSS-Dateien soll er uns zusammenbauen. Das heißt, ihr erinnert euch noch gerade eben, was ich gesagt hatte. Wir haben also ganz viele SCSS-Dateien mit unseren Custom-Code und Variablen. Und da soll er jetzt eine einzige Datei draus machen. Das heißt, das ist jetzt die Anweisung, diese SCSS-Dateien zu nehmen, diese Datei draus zu machen, dann soll er hier ein bisschen arbeiten, Flexbox-Fixer, Auto-Prefixer und so weiter und so fort. Das sind alles Techniken, um CSS-Code zu verändern, beziehungsweise anzupassen und zu optimieren. So, und dann kommt irgendwann hier so eine Bootstrap-CSS raus. Und ich wollte halt auch gleich, dass er sie mir in diesen Ordner tut, ja, CSS-JUI. Weil, wie ihr gerade eben ja schon erfahren habt, wenn ich sie da drin habe, dann freut Joomla sich, weil dann guckt er auf die Datei, nimmt die und dann habe ich eine aktuelle, beziehungsweise meine eigene Bootstrap-Datei. Ja, so sieht das aus, wenn er arbeitet. Ja, ich brauche also gar nicht viel machen. Er sagt mir genau, wo er gerade ist und was er gerade tut. Und hier unten seht ihr noch, da hat er den Server aufgemacht und jetzt wartet er eigentlich. Also ich habe immer zwei Fenster auf, ich habe meine Dateien, verändere ein bisschen was am Code. Und auf der anderen Seite habe ich den Browser mit dem Template zu stehen im Prinzip und der zeigt mir sofort die Änderungen an. Eigentlich. Das funktioniert manchmal nicht, aber in den meisten Fällen funktioniert das. Ja? Und das ist natürlich für mich eine coole Sache. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich sagen, okay, das ist schon ziemlich viel Holz für ein kleines Template. Also wenn ihr nachher das Ergebnis seht, da kommt ja gar nicht viel Großes bei raus. Ja? Aber ich brauche es halt, wenn ich auf ein Framework aufbaue, wenn ich eine schicke Webseite haben will und so weiter und so fort und will schöne Designelemente haben, dann muss ich diese ganzen Techniken irgendwie mit einbauen. Ja? So, das ist nachher das Ergebnis. Ja, noch eine alte Folie. Das ist halt jetzt, was mir viel Nerven gekostet hat, war das Menü. Sage ich gleich. Da habe ich schon, ich sag mal so, ein paar Wochen Zeit drin investiert, weil ich immer Fehler hatte in der Konsole, JavaScript-Fehler in der Konsole hatte. Da ging es dann um verschiedenste Fehlermeldungen, die sich halt mit der Darstellung von diesem Untermenüs beschäftigt haben. Ja, ja. Damit wäre ich durch. Sind Fragen? Soll ich euch nochmal mein Template zeigen? Habt ihr da Interesse? Habe ich euch überfordert? Bin da jetzt natürlich ein bisschen durchgerannt. Habe mich auch gerade geärgert, dass ich die falsche Folie hatte, aber bin mal gespannt. Habt ihr Fragen? Irgendwas? Ja, bitte.
Yes, yes, sure. This one? Yeah? Yeah, this one. So if you change something in 10 days, it will do all the steps again and again and again. Yes. Yeah. Yes. What of the steps, which steps would you maybe switch off and you still be developing? Ah, yes. I know what you mean. This one here. I do one zip file from all my template and do it in a special folder because so I have a zip file to install. Sometimes I run the script 10 or 15 times in a minute to check, okay, is everything good? Then every time he make a zip file, I don't need it. And on the end, I need a zip file, but normally not every time. Okay. So I put this one off here. But all the other, yes, no, all the other things I need. Okay, thank you. Habt ihr mehr Fragen? Get files könntest du eigentlich auch entfernen. Das hier oben? Ja, weil ich die ein bisschen umkopiere. Und zwar ist es so, ich kopiere sie ja an verschiedene Orte, beziehungsweise ich glaube, GetFiles kam mit wie Gulp 4.0 kam. Da hat sich da ein bisschen was verändert. Das kann gut sein. Ich kann ja einmal reingehen. So. Genau, das ist dann diese Datei. Ach so, man sieht das gar nicht. Wie muss ich das? Windows? Windows P drücken, dann einfach auf Spiegeln drücken. Duplizieren, nur PC-Bildschirm? Ja. Da. Ja. Nö. Nochmal Windows P. Duplizieren. Macht das jetzt? Jetzt kommt es. Okay. Ja, so sieht mein Template denn halt aus. Ich sage ganz ehrlich, es sind schon viele Dateien. Da darf man sich aber nicht vor erschrecken. Ich kann es noch mal ganz kurz zeigen. Das ist dieser Ordner. Und da liegen natürlich jetzt wirklich, wenn ich das jetzt runterscroll, da liegen wirklich viele, viele Sachen drin. Die kann ich für mein Template natürlich auch nutzen, wenn ich sie denn brauche. Deswegen habe ich mich gefreut, dass da der Cookie-Consent mit drin war. So, dann will ich nochmal die SCSS-Dateien zeigen. Das sieht jetzt im Moment bei mir so aus. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Das heißt, das ist Bootstrap. Ja, und da sind halt diese ganzen kleinen Dateien, die ich da drin habe, ja, die dann hier verschiedenste Funktionalitäten haben. Das Coole bei Bootstrap ist natürlich, ich kann nachher, wenn ich mir, warte mal, so, wenn ich hier mal reingehe, ja, wenn ich jetzt etwas nicht brauche, zum Beispiel, keine Ahnung, ich brauche Card nicht. Ja, dies hier. Dann nehme ich das einfach raus aus dieser Datei. Das heißt, ich lösche das da raus. Ich könnte auch viele, viele andere Sachen da rauslöschen. Aber dann würde mir diese meine CSS-Datei, die ich nachher erstelle, wird halt immer kleiner, weil Dinge, die ich nicht brauche, fallen da einfach raus. Ja, das ist von der Sache her natürlich ganz cool. So, jetzt will ich noch mal gucken. Ah, Gulpfile.js. Da. So, jetzt wollen wir mal gucken, was ich da gemacht habe. Get Files. Ja, ich glaube, das habe ich eingebaut wie Gulp 4 oder 5 ist es jetzt, glaube ich, die aktuelle Version. Da habe ich es ein bisschen umgebaut und deswegen habe ich da das Get Files gemacht. Ja, das ist auch dann an die entsprechende Stelle kopiert wird. Das war vorher ein bisschen anders. Ja. Ja. Das installiert sich dann jeweils jeder selbst auf dem Rechner. Ja. Also, das genau. Das ist ein guter Hinweis. Das ist natürlich hier jetzt meine Arbeitsumgebung. Ne? Das Template hat das nachher nicht drin.
Das, da hast du recht. Ich glaube, die ist 20 oder 30 Megabyte groß oder sowas, ne? Node-Modules? Ja, wenn nicht sogar noch größer, ja. Wenn ihr lokal arbeitet und das irgendwo hochladet, dass ihr das immer ausschließt. Ja. Yes. I would like to get rid of Bootstrap in my template and to use CSS Grid. Would it be easy to use your method with CSS Grid? Or would you do a presentation next year with line cover? Yes, I don't know. Yes. It's very interesting for Joomla 4, what happened next year. I don't know. Okay, also wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann war's das.